Und damit willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Legenden Arceus. Zum letzten Part. Lange Zeit war dieses Projekt jetzt, ich sag mal, pausiert. Wir sind ja an sich schon alles schon hier durch. Allerdings, was mich immer sehr doll noch weiterhin genervt hat, ist hier die Missionsliste, dass ich bei den Nebenmissionen noch zwei Nebenmissionen offen habe, die wir leider im letzten Video oder Stream, ich glaube, es war ein Stream, meine ich, nicht mehr geschafft haben. Und ich habe in den Monaten, kann man ja schon fast sagen, hier im Frostland gekämpft und versucht, Items zu farmen, was nicht gerade so einfach war. Ich hatte trotzdem dafür nicht so viel Zeit, also ich habe jetzt nicht so viel gesammelt. Ich habe trotzdem Supports und Wompel weiter trainiert. Supports ist jetzt auf Level 99, Wompel auf Level 87. Ja, und ich weiß nicht, ob das heute funktionieren wird, ob wir diese Nebenmission schaffen. Da sei gleich gesagt, falls ich die heute nicht schaffe, ist es für mich dann auch gut. Dann ist das trotzdem der letzte Part, weil ich habe jetzt wirklich versucht, in den letzten Monaten immer mal wieder Pokémon Legend Arceus zu starten, was wirklich nicht gut funktioniert hat. Und jetzt ist es, denke ich mal, an der Zeit, mal wirklich zu sagen, okay, dann mache ich jetzt den letzten Part. Ja, im Frostland gab es ja einige Elite-Pokémon, die ich dann noch besiegt habe. Und dann würde ich sagen, sprechen wir mal mit dem Professor. Wir haben ja sonst alles hier geschafft. Wir haben den Pokédex mal vollständig, alles fertig. Wir haben den 10. Forschungsrang erreicht. Auch das ist erledigt. Von daher, es fehlen nur noch diese zwei kleinen Nebenmissionen. Und das nervt mich total. Das nervt mich total. Eventuell werde ich auch wieder ein paar Anläufe brauchen, da in dem Fall, falls das so sein sollte und ich merke mit der Zeit, oh, das wird nicht gut, dann werde ich halt auch sagen, okay, dann schneide ich das euch ein bisschen zusammen. Ich guck mal kurz, ob er was Schönes hat. Nee, leider nicht. Vielleicht hätte er auch EP-Bonbons im Angebot. Sonst, EP-Bonbons hast ja, glaube du, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Aber ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich aktuell habe. 7000. Also ich kann mir ein EP-Bonbon M kaufen. Aber das lasse ich mal lieber sein. Vielleicht brauche ich die 6000 noch für was anderes. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden wir jetzt anfangen. Ich werde erstmal mit meinem Level 99 Pokémon beginnen. Und zwar Supports ist auf Level 99. Ich lasse es auch auf Level 99. Ich werde kurz mal gucken. Ich habe natürlich auch an Leistungssteine und so ein bisschen was bekommen. Ob wir da was machen können. Rein theoretisch könnten wir das machen. Und das so auf Angriff. Wir brauchen da Spezialangriff. Okay, vielleicht Verteidigung, Spezialverteidigung wäre da vielleicht nicht verkehrt oder Init. Aber ich lasse es erstmal sein, weil ich habe von diesen Steinen halt nur 3 Stück. Und diese 3 Stück würde ich dann doch ein bisschen sparsam einsetzen. Daher, ja, und diese EP-Bonbons, die sind dann für Wompel. So ist zumindest der Plan. Gut, sprechen wir mit hin und machen den Solo-Kämpfer. Was? Solo-Kämpferfahrt? Was? Solo? Es ist ein paar Tage her. Doch, das ist Solo-Kämpferfahrt. Genau, das ist der Solo-Kämpferfahrt. Herausforderung stellen. Genau. Mit welchen Pokémon möchte ich? Und zwar mit zur Porze. Aber warte, das hieß doch anders. Oder nicht? Ich muss mir das jetzt nochmal genauer an. Minus. Missionsliste. Es ist halt wirklich ein paar Tage. Doch, Wompitz Solo-Kämpferfahrt. War ja da jetzt verschiedenste Pokémon. So. Vielleicht kann ich auch sagen, generell Pokémon wechseln. Und dann sagen wir mal hier, die Pokémon kommen dann alle mal auf eine Box. Die Boxen sind bei mir alle voll. Ah, nicht ganz. Hier Box 20. Und du hier, oder ihr drei. So, wunderbar. Und jetzt kann ich den Solo-Kämpfer fortmachen. Ja, genau. Genau. Richtig. So, wunderbar. Das machen wir so. Gut. Ich weiß gar nicht mehr, was hier jetzt für ein Pokémon kommt. Ich habe mich jetzt auch zuvor nicht informiert. Bedeutet, ich habe auch... Ach Gott, das war's. Okay. Ich habe halt dementsprechend hier gar nichts irgendwie vorher mir angeguckt. Auch nochmal nicht in den Parts reingeguckt, wie wir das da gemacht haben. Vielleicht war es ein Fehler, vielleicht nicht. Gucken wir mal, gucken wir mal. Wir haben Absorber und Tackle. Stimmt, jetzt kann ich mich daran so ein bisschen erinnern. Wir machen ganz normal Absorber. Und gucken wir mal, wie lange das oder wie gut wir da durchkommen. Mit Level 99 könnte es eventuell so hinhauen. Also jetzt zum Beispiel hier, die Runde war ja sehr erfolgreich. Jetzt kommt natürlich Tempotechnik und Krafttechnik. Ne, normale Technik. Da kriegt Support schon ein bisschen mehr Schaden als wir. Aber gucken wir mal, ob... Vielleicht haben wir auch Glück mal mit einem Volltreffer. Also was kann da sein? Es wäre cool, wenn wir wirklich beide Missionen heute hinkriegen in diesem Part.
Das wäre ganz nice. Oh, er greift halt immer zweimal an. Ich könnte dem entgegenwirken und selber Tempotechnik machen, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Er ist fast bei der Hälfte der KP. Wir haben Spezialangriff halt schon auf ein Maximum gesetzt. Vielleicht wäre die Init noch ganz gut, wenn wir mit einem Leistungsstein da irgendwie die Init erhöhen. Sodass er nicht Tempo... Natürlich macht er einen Volltreffer. Da kann ich diesen Versuch doch schon mal gleich vergessen. Ja, vielleicht wäre das noch eine Maßnahme. Aber ich will erstmal so ein paar Runden probieren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich dann gute Versuche so einblende. Muss ich mal gucken. Und jetzt macht er noch Krafttechnik, um mich generell wegzuhauen. Okay, gut. Er hatte jetzt auch einen Volltreffer gemacht. Was ein bisschen doof war. Er hatte jetzt einen Volltreffer gemacht. Und nicht ich. Daher machen wir direkt einen neuen Versuch. Dieser Part ist eh nur dafür da, um dieses Let's Play zu vervollständigen. Weil ich hätte jetzt auch einfach sagen können, okay, ich mache jetzt doch keinen Part mehr. Aber das wäre für mich nicht vollständig gewesen. Wenn dann, ich hatte ja gesagt, ein Part kommt noch und dann machen wir diesen einen Part noch. Ganz einfach. Er ist halt auch wirklich schneller als wir. Ich könnte mit Tempotechnik viel Schaden weniger machen, wenn wir Tempotechnik machen. Wir können dadurch nicht zweimal angreifen, aber ich glaube... Okay... Was vielleicht gar nicht mal so ver... Er muss jetzt normal angreifen. Wenn wir Tempotechnik machen. Ich probiere mal diese Taktik. Und jedenfalls können wir ja Taktik immer noch im Kampf auch wechseln. Schön ist, dass wir halt immer KP wieder kriegen. Ja, er kann doch diese Technik machen. Er kann doch. Okay, dann bringt das doch nichts. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Aber Kraft bringt mir halt auch nichts. Mm-mm. Ich glaube, Tekke macht so auch ein bisschen mehr Schaden als Absorber. Allerdings bei Tekke ist halt das Problem, dass wir da keine KP wiederherstellen können. Ich glaube, ich brauche mehr Init. Ich brauche, glaube ich, mehr Init. Die Frage ist, reicht dann diese Init aus, die ich durch den Leistungsstein mache? Oder brauche ich vielleicht den Leistungsstein bei beim anderen Pokémon, bei Wurmple? Ich glaube, es war Wurmple. Es ist halt die Frage. Es wäre halt sehr, sehr gut, wenn er diese Taktik da nicht fahren könnte. Ja, ich kann mal gucken, wie viel mache ich denn eigentlich mit Kraft, um das mal ein bisschen auszutesten. Das ist schon mal ordentlich. Wir kriegen da auch ordentlich KP halt auch wieder zurück. Problem ist, dann kann er halt zweimal so angreifen, ja. Und dann sind wir natürlich sofort down. Ich merke mir mal das Ganze. Wir geben jetzt erstmal kurz, ich möchte Supports übrigens nicht auf Level 100 voll machen. Wir machen jetzt das Ganze mit, erstmal mal mit Wurmple. Erstmal gucken, wie es bei Wurmple jetzt so läuft. Um zu sehen, vielleicht brauche ich bei Wurmple gar keinen Leistungsfels oder so. Das kann ja sein. Wir werden erstmal Wurmple natürlich voll pumpen mit den ganzen EP-Dingern. Oh, ich weiß nicht mal, ob er da ein Level... Obwohl, das waren eben diese kleinen, das sind die mittleren. Okay, also ein Level macht er auf jeden Fall, aber mehr glaube ich nicht. Will ich hier alle vier... Doch, doch, er hat noch zwei Level gemacht. Sehr, sehr schön. Er ist jetzt auf Level 89, was auch schon mal ganz gut sein kann. Sonst kann ich mit den anderen hier ihm anwendbar. Was könnte ich denn da machen? Nur Spezialangriff. Spezialangriff bringt uns halt gar nichts. Er hat alles auf dem Maximum außer Spezialverteidigung. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Da möchte ich jetzt mal gucken, was hat er für einen Gegner. Weil eventuell brauche ich bei Wurmple wirklich keinen Leistungsfels mehr. Ja, machen wir mit Wurmple. Let's go. Es ist übrigens sehr, sehr schön, mal wieder Legend Arceus anzumachen. Gerade im Kontrast, gerade zu Pokémon Purpur. Ist Legend Arceus um so viel besser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Von der Dynamik halt her, von der Steuerung her. So, wenn man herumläuft, die Pokémon und so weiter und so fort. So, wir haben ein... Der Raptor als Gegner, das ist... Ach du Heilige. Okay, wir können mit Kraft zwar angreifen. Da müssen wir irgendwie gucken, dass er vergiftet wird. Da brauchen wir Glück. Ja, Er macht Tempotechnik. Oh, das könnte gleich ausreichen. Oder? Ja, er macht jetzt Krafttechnik. Oh. Da ist Wurmple weg. Wir müssen mit der Vergiftung arbeiten, aber keine Krafttechnik. Krafttechnik ist falsch. Also, wir machen jetzt einen zweiten Versuch. Ab dem dritten Versuch schneide ich rein, bis ich eine Runde habe, wo das Pokémon direkt als erstes vergiftet wird.
So ist jetzt der Plan, um dann weiter zu sehen, ob wir das dann so schaffen oder nicht. Hier wäre eine Option, halt Spezialverteidigung zu erhöhen. Warte mal, was mir gerade einfällt. Wir haben Spezialverteidigung auf Stufe 6. Das heißt, ich brauche dann auch gar keinen Leistungsfels. Das heißt, ich kann die Spezialverteidigung ruhig ins Gewissen erhöhen. Das ist sehr... Aber das reicht leider nicht. Jetzt die Krafttechnik, aber ich glaube, selbst das reicht nicht. Hey, der stand gerade, wird durch Gift verletzt und hat kein KP verloren. Fies. So, aber ich möchte jetzt mal kurz in mein Inventar mal gucken. Ich meine, ich kann die Spezialverteidigung noch erhöhen, wenn er jetzt auf Level 6 war mit der Spezialverteidigung. So, das war doch auf Level 6. Nee, Leistungs... Warte. Wo kann ich das hier... Ach so. Das ist dafür da. Ich hol mal kurz das andere Pokémon mal, ja. Das ist doof. Das ist doof. Hier müsste ich die In... Hier könnte ich ordentlich die Init erhöhen. Und hier die Spezialverteidigung. Ich glaube, bei Supports bringt es mehr. Da machen wir jetzt zweimal die Init bei Supports. Dann ist es auf Level 8 und dann können wir noch dieses andere Leistungsdings einsetzen. Das hier ist Leistungsstein und dann können wir noch Leistungsfels einsetzen. Machen wir jetzt zweimal die Init. So. Achso, ich muss es dann noch einmal einsetzen. Ah, dann muss ich alle drei hier aufopfern. So, und jetzt kann ich das hier einsetzen, um das hier noch auf Level 10 zu bringen. Okay. Dann machen wir den Solo-Kämpfer-Pfad wieder jetzt mit Supports erstmal. Ja, es ist ein bisschen wirr, aber so ist es halt. So ist es halt. Ich muss mich hier ein bisschen ausprobieren, damit ich das hier jetzt schaffe. Jetzt ist unsere Init hoffentlich so hoch, wie es nur geht. Also höher geht's nicht, es sei denn, ich mach's nur auf Level 100, aber nein, danke. Nein, danke. So. Dann ab in den Kampf. Let's go. Ich bin gespannt, was daraus jetzt wird. Okay, jetzt wieder umswitchen zu Supports mit Absorber. Aber Wurmple gehen wir auch noch an. Das Gute ist, wenn ich einen Kampf gewinne, kriegen wir nochmal ein EP-Boost-Dings da. So, er ist immer noch schneller. Das gefällt mir nicht. Aber kann er immer noch seine Taktik fahren? Ich hoffe, nein. Er macht nur eine normale Windhose. Das könnte richtig gut sein. Dann brauchen wir natürlich auch ein bisschen Glück. Vielleicht mal mit einem Volltreffer oder so. Obwohl, er macht jetzt die Technik. Er kann die Technik immer noch machen. Das ist natürlich schlecht. Aber er macht die nicht mal jedes Mal. Vielleicht ist das schon mal ein gutes Zeichen. Obwohl, jetzt macht er die wieder ständig. Aber wir halten ganz gut durch. Wir sind zwar jetzt im Game-Bereich, aber dennoch muss ich sagen, passt. Kraft. Warte, wenn ich Krafttechnik mal. Da steht nur noch einmal Garados. Ich mache mal jetzt die Krafttechnik, um das auszuprobieren. Wir kriegen dadurch auch eine Menge EP, KP wieder zurück. Er kann dann zweimal angreifen, obwohl da eben nur einmal stand. Da stand eben nur, dass Garados dann nur ein einziges Mal angreift. Ist das fies. Ist das fies. Ja, und somit ist Supports halt jetzt weg. Ich hätte nicht diese Krafttechnik machen dürfen. Auf einen neuen Versuch. Auf einen neuen Versuch. Hier mache ich jetzt auch noch ein einziges Mal. Und dann schneide ich mal raus und schneide halt das rein, wenn es mal irgendwie, wo ich sage, okay, das lief jetzt so gut oder hier habe ich ein gutes Gefühl, wie auch immer. Aber einen Versuch will ich auf jeden Fall jetzt hier noch machen. Es ist halt trotzdem ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob das mit dem Innenboost mit den Steinen jetzt irgendwie was gebracht hat. Weiß ich nicht. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ich fände es halt mega nice, wenn wir mal jetzt einen Volltreffer oder so hinkriegen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Okay, jetzt macht er keine Tempotechnik. Die macht er erst später. Die macht er erst später. Ab dem zweiten Angreifen? Oder ab der zweiten Runde so? Ja, ab jetzt hier. Muss den Gegner kennenlernen. Man muss ihn kennenlernen. So.
Ja, jetzt steht hier zweimal. Ich bin am überlegen, ob ich mal zwischen solchen einen Tempo-Absorber reindrücken soll, aber nee, lassen wir mal. Das macht halt viel zu wenig Schadentempo. Und bringt uns halt nicht so wirklich was. Gut, er kann dann selber keine Tempotechnik so wirklich machen, aber... Ja, gut. Ist halt die Frage, was macht mehr Sinn. Jetzt ist es hier zum Beispiel bei Kraft auch wieder, dass er nur einmal angezeigt wird, aber ich vertraue dem Ganzen nicht. Und so kriegen wir auch schöne KP wieder her. Guck mal, jetzt macht er auch nur ein einziges Mal. Vielleicht kann ich daran erkennen, ob er beim nächsten Mal einmal angreift oder zweimal. Ich gehe jetzt mal auf Tempo. Vielleicht kann er dann auch nur einmal angreifen. Oder er macht halt Krafttechnik, um mich direkt zu owen. Gucken wir mal, was er macht. Das waren jetzt nur Pack. Okay, er macht nur ein einziges Mal. Das ist schon mal gut zu wissen. Problem an der Sache ist jetzt natürlich, ja, dass wir down sind. Also ich mache jetzt hier zwar die Krafttechnik, aber in der Hoffnung, dass vielleicht ein Volltreffer gelandet wird. Leider nicht, aber wir sind schon mal so weit, dass er im roten Bereich ist. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ach, ich greife zweimal an. Ich wollte gerade sagen, trotz Krafttechnik konnte er jetzt zweimal angreifen. Ist ja interessant. Aber gut, das hat auch nur funktioniert, weil wir auch selber Krafttechnik an und so viele KP wiedergestellt haben. Okay, dann schneide ich jetzt noch nicht. Aus dem vollen Grund, weil ich jetzt diese Taktik habe. Ich weiß jetzt, ob er in der nächsten Tempotechnik macht oder nicht. Und somit kann ich jetzt handeln. Ich möchte nicht eine Runde haben, wo er zweimal angreifen kann. Das ist so mein Ziel jetzt. Gut, jetzt greift er natürlich erstmal als erstes an, ist klar. Gut, Garados ist halt auch ein schnelles Pokémon. Gut, nächste Runde greift er nur ein einziges Mal an. So wie bisher auch. Danach die Runde sollte er dann zweimal normalerweise angreifen, wenn ich halt normal mache. Mal gucken, ob... So, genau, da wird das jetzt zweimal angezeigt. Wir gehen auch selber auf Tempo. Dass er nur einmal angreifen kann. Weil zweimal angreifen macht halt schon viel aus. Dadurch greift er jetzt normal an. So. Als nächstes würde er auch... Okay, dann machen wir wieder Tempo. Wir bleiben jetzt erstmal auf Tempo. Einfach das mal durchziehen. Wir kriegen ja trotzdem KP zurück. Das macht er trotzdem? Ich dachte, das geht dann nicht. Och, Mano. Okay, dann habe ich mich wohl geirrt. Schade drum. Ah, und ich dachte, das ist jetzt hier der Move. Ich gehe jetzt trotzdem auf Tempo. Weil ich vermute mal, dass das nicht zweimal hintereinander klappt. Dass er jetzt nur ein einziges Mal angreift, aber wenn das danach nochmal ist, dann... Jetzt zum Beispiel könnte ich nicht Tempo einsetzen. Weil, oder könnte ich natürlich machen, aber selbst dann würde er zweimal angreifen. Daher gehe ich jetzt auf das Normale. Boah, es ist trotzdem wieder knapp. Wir kriegen ihn... Okay. Achso, okay. Okay. Wollte gerade sagen, vielleicht kriegen wir ihn wieder in den roten Bereich, aber leider nein. Ach, war sogar ein Volltreffer. Wir haben noch keinen Volltreffer gelandet. Oh nein, das war ein Volltreffer am Ende. Das ist doch nicht wahr. Ich hatte eben die Hoffnung, dass wir es so hinkriegen, aber dann kommt natürlich ein Volltreffer von ihm. Ist klar. Aber diese Taktik werde ich nochmal fahren. Und so was habe ich gemacht. Wenn das jetzt, wenn da jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert in Sachen Volltreffer oder so, kann ich dieselbe Taktik jetzt nochmal fahren. Und so was habe ich erstmal gemacht. Erstmal natürlich erstmal die erste Attacke ausgehalten, ist ja klar. Dann ganz normal, hier normal. Genau, zack. Dann greift er natürlich erstmal an. Dann gehe ich erstmal wieder auf Tempotechnik, damit er nicht zweimal angreifen kann. Also so geht ihm das Ähnliche wie sonst jetzt auch. Nur dass ich halt das bedenke, dass er nach dem zweiten Mal trotzdem Tempotechnik machen kann. Auch wenn ich Tempotechnik mache. Bedeutet, jetzt gehe ich auf Normalabsorber. Und nicht auf irgendwie Tempo. So dass ich umso mehr jetzt abziehe. Zack, kriegen wir schöne KP wieder. Jetzt geht er nämlich auf Tempo und auf Normal. Dadurch hat er so gesehen seine Initiative jetzt, ich sag, aufgebraucht. Und jetzt kann ich wieder normal angreifen. So, wir sind dann gleich wieder, ich glaube, über der im grünen Bereich, also über der Hälfte der KP, genau. Okay, die
Taktik hat irgendwie nicht funktioniert, weil jetzt ist er wieder, jetzt macht er zweimal, was eigentlich nicht sein darf. Das darf eigentlich nicht sein. Das ist natürlich jetzt doof. Aber ich probiere es trotzdem noch irgendwie. Aber selbst das wird jetzt, wir sind jetzt im roten Bereich. Ich müsste jetzt Tempo eigentlich machen, damit er nur einmal angreift und selbst das, nee, das wird nichts. Das wird nichts. Da ist irgendwas jetzt schief gelaufen. Aber er macht nur normal. Und wir überleben. Jetzt muss ich auf Kraft gehen, ist ja klar. Ich weiß aber nicht, ob das ausreicht. Leider nein. Hätte er das eine Mal vielleicht doch nicht zweimal angegriffen. Aber wir sind nah dran. Wir brauchen mal einen einzigen Volltreffer. Bedeutet, jetzt gibt es wieder einen Cut. Und ich denke mal, wenn es gut funktioniert oder wenn das eine finale Runde ist, obwohl, weiß ich nicht. Ich lasse es. Okay, das könnte jetzt spannend werden. Und zwar jetzt Kraftabsorber. Er ist jetzt im roten Bereich schon. Und ich mache Kraftabsorber. Nein! Ein Millimeter! Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Und am Ende macht er sogar noch einen Volltreffer, aber es macht jetzt eh keinen Unterschied. Aber warum hat er jetzt schon seinen vierten Volltreffer oder dritter? Vierter oder dritter und ich noch keinen einzigen? Meins ehrlich. Natürlich, den Kampf kann ich doch gleich vergessen hier. Warum macht er immer nur Volltreffer? Meins ehrlich. Wie viel macht... Stimmt, ich habe nicht an Tackle gedacht. Guck mal, wie viel Tackle abzieht. Okay, wir kriegen den Kampf hin. Wir machen gleich ein Rematch. Und dann als Schlusslicht mache ich natürlich dann Tackle. Ich habe an Tackle so null gedacht. Kein bisschen. Ah, dumm von mir. Okay, let's go. Mit Tackle kriegen wir es hin. Sofern kein Volltreffer natürlich vom Gegner kommt. Ist ja klar. Aber Tackle ist natürlich da auch nochmal sehr wichtig, weil Tackle ja stärker ist als Absorber. Bedeutet, hätte ich natürlich eben als... als er im roten Bereich war, statt Kraftabsorber, Kraft-Tacker eingesetzt, hätten wir es gehabt. Da war ja, da hat ja nicht viel gefehlt. Da hat ja nicht viel gefehlt. Bedeutet, wir gehen jetzt ganz normal vor, so wie ich das bisher immer so gesehen oder so gut wie immer gemacht habe oder zumindest so ähnlich. Jetzt Tempotechnik, kriegen wir ein bisschen KP wieder. Ich glaube, 40 KP zieht er immer ab mit einer normalen Windhose. Ja, ein bisschen mehr als 40. Mal mehr, mal weniger, glaube ich. So, wir machen jetzt einen Normalabsorber. Zack. Wie viel macht er mit Tempotechnik? Wie viel KP zieht er da ab? Wir haben jetzt 199. Jetzt haben wir dann gleich 168. Es variiert halt immer. So. Ich glaube, teilweise zieht er auch manchmal ein bisschen weniger ab. Wir gehen jetzt auf Tempo. Wir gehen jetzt auf Tempo. Da, Tempo. Let's go. Danach machen wir normal. Er ist noch nicht in der Hälfte der Kap. Ich glaube, die Runde läuft jetzt schlechter. Die Runde läuft jetzt auf jeden Fall schlechter, weil er gerade andauernd mehr abzieht als normalerweise. Aber vielleicht kriegen wir es trotzdem hin. Vielleicht kriegen wir es trotzdem hin. Er macht jetzt natürlich Tempo und normal. Das wird aber nicht ausreichen zum Killen. Genau. Tackle wird nicht ausreichen. Tackle wird jetzt nicht ausreichen. Ich muss auf Tempo gehen. Und hoffen, dass er mich nicht killt. Ja, vorhin war ich zum Beispiel auch im roten Bereich an der Stelle. Er macht ihn normal, das killt mich nicht. Und jetzt Kraft-Tackle. Aber ja, ob das jetzt reicht, weiß ich nicht. Es reicht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Und ich glaube, die Initiative hat doch was gebracht. Ja, doch, ohne die Initiative wäre es nicht möglich gewesen, glaube ich. Ohne diesen Initiative-Boost. Wow, 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 wow. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sehr, sehr gut. Und wir kriegen dann da gleich auch eine Belohnung, genau. 3 EP-Bonbons, die können wir sehr, sehr gut gebrauchen. Und sonst können wir noch zu dir gehen, dass wir die Mission abschließen. Das machen wir schnell auch noch. Belohnung gibt es dafür jetzt doch auch nochmal ein XL und ein Meistersamt. Sehr schön. Machen wir jetzt alles in Wompe rein. Machen wir jetzt alles in Wompe rein. Nein, 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 nein. Ich möchte erstmal Pokémon wechseln. Erstmal muss das Pokémon gewechselt werden. Zack und zack.
Mal gucken, vielleicht kriegen wir da auch nochmal Level 90 oder so hin. Oder so Level 91. Wir haben ja auch einen XL-Bonbon bekommen. Wir machen erstmal L. Alle drei. Ja, guck mal, wir kriegen auf jeden Fall 91 hin. Sehr, sehr schön. Das sind nochmal zwei Level mehr als vorhin. Drei. Wir haben sogar 92 noch hin bekommen. Sehr schön. Okay, auf jeden Fall, wir haben jetzt ein bisschen mehr. Drei Level mehr als vorhin noch. Was schon mal sehr, sehr gut ist. Wir waren ja vorhin auch schon ganz gut dran. Schade ist natürlich, dass wir jetzt hier nicht irgendwie mit einem Leistungsstein irgendwas machen können, weil wir keinen mehr haben. Aber das ist dann halt so. Das ist halt dann so. Gut, Staraptor. Da ist es wichtig, dass die erste Runde Staraptor gleich vergiftet wird. Und das ist natürlich jetzt ein kleines Problem an der Sache. So, greift erstmal als erstes an. Das ist natürlich jetzt ein Problem, dass wir ihn erstmal vergiften. Bei Kraft. Greift er jetzt bei Kraft zweimal an, obwohl er nur einmal angezeigt wird? Will ich jetzt erstmal wissen. Das ist jetzt erstmal dazu. Er wird auch gleich vergiftet, sehr schön. Um das einfach mal auszutasten, ist das jetzt da. Okay, ja. Greift dann zweimal an mit Tempo und dann wahrscheinlich mit Kraft, ja. Und das wird Wompel nicht überleben. Schade, dass da jetzt vergiftet war und dass das jetzt so gesehen umsonst ist. Aber ich wollte wissen, ob Kraft, ob wir dann irgendwie da noch überleben. Aber nein, nein. Okay, gut. Wissen wir da schon mal mehr. Nun, falls muss ich mit Wompel doch noch ein bisschen trainieren, aber dafür habe ich eigentlich gar keine Zeit. Ja, gucken wir mal, gucken wir mal. Wir haben es ja eben auch irgendwie hinbekommen. Also, es ist im Bereich des Möglichen, sagen wir es mal so. Erstmal Windstoß. Das hat jetzt eine 4 abgezogen. Wir machen jetzt ein Normal. Oder wird Staraptor jedes Mal vergiftet? Ist das so vorgegeben, dass Staraptor vergiftet wird? Aber wir halten jetzt kein zweites Mal durch. Das ist das Problem. Wir müssten jetzt noch ein einziges Mal durchhalten eigentlich. Ich überlege mal ein bisschen. Also ich habe jetzt nochmal versucht, hier irgendwie was zu reißen, indem ich auch nochmal gegen Elite-Pokémon kämpfe und da irgendwie was bekomme. Ich habe gegen Hytyras gekämpft, aber ganz ehrlich, die EP, die man da trotz bei Hytyra bekommt, das ist halt nicht ausreichend. Guckt euch den Fortschrittsbalken bei den EP von Wompel an. Ich habe gegen einen Chanera gekämpft, ich habe gegen Hytyra gekämpft, gegen drei Elite-Pokémon habe ich gekämpft. Und trotzdem bin ich immer noch nur so weit. Ich habe da auch jetzt an Leistungsstein habe ich nichts bekommen. Und an EP-Bonbon habe ich nur dieses eine S-Bonbon bekommen. Also selbst da führt, ja, selbst das funktioniert leider nicht. Ich habe aber drei Nuggets, sehe ich gerade. Das könnte mir nochmal zu einem Level verhelfen. Das sehe ich erst jetzt. Das sehe ich erst jetzt. Okay, ja gut, hier gibt es ja Fallschaden. Stimmt ja. Stimmt ja. Ich muss halt nur mal aus dem Bereich hier raus, wo das Pokémon mich sieht, dass ich mal zurück... Ist da ein Elite-Pokémon-Keifel gewesen? Ist das Elite? Ist das Elite? Ist das Elite? Sei Elite, bitte. Du bist... Nee, du bist nicht Elite. Schade. Okay. Ja, weil bei Elite-Pokémon hat man halt die Chance auf, ja, Leistungsstein. So ein Leistungsstein wäre ja schon mal ganz gut. Dann würde ich die Spezialverteidigung mal einmal erhöhen. Aber gibt's halt nicht. Gibt's leider nicht. Okay, gut. Dann will ich mal gucken, ob ich nochmal Bonbons kaufen kann. Wäre ja ganz nice, wenn ich da irgendwie nochmal Bonbons kaufen kann. Ich weiß halt nicht, wie viel ich für die Nuggets bekomme. Das ist halt schon zu lange her. 10.000 pro Nugget. Das ist schon eine ganze Menge. Zudem könnte ich ja eigentlich auch... Ja, guck mal. Ich kann hier... Das brauche ich nicht mehr. Kann ich alles verkaufen. Dann hier die... Ich verkaufe so viel, wie es jetzt geht. Da nochmal 3.000... Für mich ist dann das Let's Play vorbei. Also von daher kann ich das ruhig hier auch alles jetzt verkaufen. Das ist mir dann sowas von egal. Hier nochmal 2000. Das ist ja eigentlich dann gar nicht mal so verkehrt. Man sieht auch unten links, wie viel das alles kostet. Da Zitrobeere. Verkaufe ich auch nochmal ein paar. Haben wir 70.000. Guck mal, wir haben jetzt 70.000. Damit kriege ich auf jeden Fall so einen XL-Bonbon hin. Ja, auf jeden Fall. So, dann kriege ich das hier auch noch hin. Und ich will nochmal einen 6000 Bonbon kaufen. Also das heißt, hier nochmal gucken, was ich verkaufen kann. Pokémon Kokeshi kann ich zwei verkaufen. Zack. Dann haben wir da. Top-Beleber kann ich verkaufen. Zack. Ey, vielleicht kriege ich auch nochmal 18.000 zusammen. Weiß ich nicht, was haben wir noch so Schönes. Haben wir noch irgendwie Top-Trank, kriege ich nochmal 2500. Da, Meistersamen. Wie viel bringen denn Meistersamen? Wie viel bringen denn Meistersamen? Warte, was hat's... Hier ein großer EP.
5000. Warte, dann brauche ich jetzt nochmal 10.000. Ich brauche jetzt nochmal 10.000. Wir kriegen das heute hin. Wir kriegen das hin. Ich kaufe nochmal, verkaufe nochmal Meistersamt. So, zack. Haben wir 70.000. Dann kann ich nochmal einen großen kaufen. Also einen ganz großen und hier einen großen. Zack. Ja gut, es brauche ich jetzt nicht. So, dann haben wir da jetzt nochmal ordentlich eingekauft. Erstmal hier L mal bitte einsetzen. Zwei Stück. Das ist nochmal ein einziger Level. Und dann zwei XL nochmal einsetzen. Das sind nochmal Level 95 sind wir jetzt. Ey, das muss jetzt hinhauen. Und pro Level ist es ja schon so, dass die Sets ja schon schön ansteigen. Also von daher haben wir jetzt deutlich bessere Chancen. Natürlich müssen wir Glück haben mit dem Gift. Ich habe übrigens gesehen, als ich so eine Runde gezockt habe. War es ein Volltreffer? Nein? Okay. Ich wollte mich gerade schon aufregen. Es ist nicht unbedingt... es passiert nicht unbedingt, dass er vergiftet wird. Jetzt haben wir Glück. Jetzt haben wir Glück. Bedeutet, wir haben jetzt direkt gute Chancen. Aber was ich leider schon sehe, dass wir nicht zweimal... Also, dass wir nicht dreimal angreifen können. Wir können leider nur zweimal angreifen. Und jetzt auf... Ich kann mal auf Stärke, auf Krafttechnik Tekke gehen, weil Tekke ist natürlich noch stärker als Giftdorn. Reicht leider nicht. Schade. Da muss ich mir noch was überlegen. Vielleicht auf Glück hoffen mit einem Volltreffer. Das wäre eine Möglichkeit. Kriegen wir nochmal 50.000 zusammen. Damit kriege ich 30.000 zusammen. Vielleicht reicht das für ein Level ab. Ich guck mal kurz, vielleicht haben wir noch irgendwie was, was ordentlich Geld bekommt, kriegt. Ja gut, wir könnten die Verbindungsschnuren verkaufen. Aber es reicht natürlich zu 50.000 leider trotzdem nicht. Und sonst... Ah, warte, falsche Taste. Und sonst... ja, wir kommen nicht zu Dings draus. Da kriegen wir auch nochmal 2.400. Aber wir kommen nicht zu den 50.000 dran. Wir haben nicht sowas wie Meistersamen jetzt. Also meist... Doch, wir haben da noch... 18.000. Wir haben 50.000. Wir haben sie. Wir können nochmal ein EP-Bonbon XL kaufen. Weil ein Level wäre vielleicht doch nochmal ganz gut. Wenn Wompel ein Level aufsteigt. Vielleicht wären es auch zwei. Nee, es ist ein einziges Level. Aber es ist in Ordnung. Wir haben nochmal ein einziges Level mehr. Und das heißt, wir haben vielleicht doch nochmal mehr Chancen. Ich habe nämlich einen Plan. Wie sieht der Plan aus? Ich weiß nicht, ob der jetzt funktioniert oder nicht. Ob wir da hochgelevelt genug hochgelevelt dafür sind. Weiß ich nicht. Gut, Staubtau ist natürlich immer noch schneller. Erstmal Giftstachel, einen normalen Giftstachel. Mit der Hoffnung, dass er vergiftet wird. Sehr schön. Also meistens wird Staubtau tatsächlich dann auch vergiftet. Und, nee, das wird nicht hinhauen. Meine Hoffnung war, dass wir vielleicht jetzt einmal mehr angreifen können dadurch. Aber leider nicht. Leider nicht. Weil damit ein Tackle und... Ja gut, jetzt kommt halt die Kraft. Naja, ich muss mal ein bisschen überlegen. Oder vielleicht auch Glück haben, dass wir im Volltreffer mal landen. Natürlich trifft er einen Volltreffer. Mann! Okay, ich kann, wenn ich Tempo mache, zweimal hintereinander angreifen. Das ist krass. Das ist gut zu wissen. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Wenn er jetzt noch vergiftet wird, ah, schade. Aber das ist gut zu wissen. Und dann könnte ich rein tutig, also jetzt mal zum Durchspielen. Angenommen, er wäre eben vergiftet gewesen. Dann hätten wir jetzt so, oh, dann macht er Tempotechnik und dann vielleicht Krafttechnik hinterher. Ah, okay, selbst da, ich dachte, ich habe da jetzt was gefunden. Wir hatten einen Volltreffer. Zwar ist er nicht vergiftet, aber wir hatten einen Volltreffer. Und ich will jetzt mal was gucken. Jetzt kann ich kein Tempo mehr einsetzen und dann zweimal angreifen. Ah. Es war zwar ein Volltreffer, aber er braucht halt auch gleichzeitig noch die Vergiftung, damit wir irgendwie da eine Chance haben. Ja, ich kann mal Krafttacke machen, mal zu sehen, wie weit er im roten Bereich jetzt kommt. Er kommt nicht mal im roten Bereich, schade. Und das wäre so nicht möglich. Ah, mit Vergiftung wäre es sogar gar nicht drin gewesen, dass er besiegt wird. Das ist doof. Oh nein! Ich habe all mein Dings... Ich habe all mein Zeug verkauft. Nein! Und ich sehe gerade, man kann hier tauschen. Man kann... Also ich kann Leistungskies zu Leistungsstein machen. 10 brauche ich dafür. Und ich habe alles verkauft. Ich habe davon nichts mehr. Wurde gespeichert, wenn ich das Spiel jetzt... Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler ist, dass ich das Spiel neu starte.
Das kann. Doch, das ist bestimmt ein Fehler, weil. Oder? Das kann. Nee, warte. Wenn ich zwischen den Regionen hin und her wechsle, wird doch automatisch gespeichert, meine ich. Daher könnte es sein, dass allerdings das, wie ich alles verkauft habe, dass das jetzt nicht gespeichert wurde und dass ich wieder im Zurücksitzpunkt bin. Das weiß ich nicht. Guck mal rein. Guck mal rein. Gut, dass das hier schnell geht. Bitte, bitte, sei wieder da. Ich habe alles verkauft. Ich habe mal eben mal ein bisschen das Internet durchforstet und da stand da irgendwie bei Belila bekommst das. Habe ich also mal nachgeguckt. Es ist wieder da. Es ist wieder da. Dementsprechend ist natürlich Wompe jetzt auch wieder auf Level 92 ist er gerade. Aber das ist mir jetzt egal. Boah, das hätte ich das vorher schon gewusst. Ja. Würde, genau, tauschen. Mehrere Items tauschen. Mamba. Sehr gut. Und ich brauche halt drei Leistungen. Genau das ist das, was ich noch brauche. Das ist genau das, was ich brauche. So, wo sind denn hier die Steine? Wo sind die Steine? Da. Das brauche ich bei Wompel. Somit kann ich jetzt den Spezial. Nee, warte. Spezialverteidigung muss ich erhöhen. Spezialverteidigung muss ich erhöhen. Und zwar dreimal. Zack, zack, zack. Und dann kann ich noch Leistungsfels einsetzen, um es noch auf Level 10 zu bringen. Und dann könnten wir eventuell ein bisschen mehr aushalten. Zack. Sehr schön. Mehr kann ich da nicht erhöhen. Und dann kann ich jetzt nochmal kurz alles verkaufen gehen und vielleicht auch nochmal ein paar Level erhöhen. Und ich habe die Chance gleich mal genutzt und habe jetzt wieder alles verkauft. Und ich konnte dadurch jetzt 200.000 halt bekommen, dass ich 4 EP-Bonbons noch kaufen kann. Ich habe ja vorhin den Fehler gemacht, habe ja erstmal ein bisschen verkauft, dann so ein normales M-Bonbon oder L-Bonbon gekauft. Und dann habe ich gesehen, ich kann ja noch mehr verkaufen. Diesen Fehler habe ich jetzt nicht gemacht. Ich mache jetzt Schritt für Schritt, zack. Ja, guck mal. Ja, da können wir jetzt auch. Jetzt kriegen wir es sowas hin. Komm, Level 96 hier, zack, wunderbar. Jetzt kriegen wir es hoffentlich hin. Das Spiel war halt auf dem Stand, wo wir eben nochmal im Frostland waren. Auf diesem Stand war gerade das Spiel, weil da habe ich zuletzt die Region gewechselt und dadurch hat es da zuletzt gespeichert. Da bin ich froh, dass ich diesen, ich sag mal, Fehler, alles zu verkaufen, halt nochmal rückgängig machen konnte. Einerseits Wompe ist jetzt höher gelevelt und andererseits haben wir jetzt mehr Spezialverteidigung. Und das sieht man auch schon. Das sieht man schon so richtig. Jetzt brauchen wir natürlich trotzdem Glück mit der Vergiftung. Haben wir leider nicht, aber ich kann jetzt mal gucken. Halten wir einmal mehr durch. Und das sieht ganz gut aus. Wir müssen. Oh, Vergiftung, sehr schön. Wir müssten jetzt durchhalten müssen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das kriegen wir hin. Ich mache mal jetzt einfach mal Krafttackle. Vielleicht reicht es jetzt auch schon aus. Das wäre wunderbar. Ja, es hat ausgereicht. Das war es, das war es. Wenn ihr hier Probleme habt und keine Leistungssteine mehr habt, tauscht, tauscht. Wow, letzte Nebenmission geschafft. Sehr schön. Wow. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Die letzte Nebenmission ist ja, geschafft. Noch heiß. Es war ein Vergnügen, dir dabei zuzusehen, wie du dich auf den Solo-Kämpfer-Pfad schlägst. Was für eine Leistung. Du hast alle Herausforderungen des Solo-Kämpfer-Pfads gemeistert, um die ich dich gebeten habe. Herzlichen Glückwunsch. Deine Leistung beim Solo-Kämpfer-Pfad hat mich so inspiriert, dass ich dir zum Dank das hier schenken möchte. Was krieg ich? 10 brauche ich jetzt aber nicht mehr. Doch der Solo-Kämpfer-Pfad kennt kein Ende. Er erstreckt sich ins Unendliche. Versuche dich hin und wieder mal an ihm. Okay, sehr cool. Sehr, sehr cool. Somit ist das Let's Play jetzt vollständig beendet, denn wir haben alles geschafft. Wir haben natürlich alle Hauptmissionen gemacht. Pokédex ist vervollständigt. Und zudem alle Nebenmissionen gemacht. Somit kann ich. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt kann ich das Let's Play in ruhigen Gewissens beenden. Sehr, sehr schön. Also von daher, vielen Dank fürs Einschalten. War jetzt auch ein längerer Part. Aufnahmezeit war jetzt bei über einer Stunde. Eieiei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In einem anderen Video. Wie auch immer. Wieder. Von daher, vielen Dank fürs Einschalten. Und. Tschüss.